Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Kollaboration. In den nächsten Minuten lernen Sie, was Kollaboration bedeutet, welche Möglichkeiten es gibt, um online zu kollaborieren und wie Sie diese Zusammenarbeit in Ihrem Unterricht einsetzen und zur Unterrichtsvorbereitung und Organisation nutzen können. Kollaboration ist ein Begriff, der häufig verwendet wird. Doch was bedeutet es überhaupt, zu kollaborieren? Der Begriff Kollaboration kommt aus dem Lateinischen und kann mit dem Wort Mitarbeit oder Zusammenarbeit übersetzt werden. In der Online-Welt versteht man darunter die Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Gruppen. Online gibt es unzählige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und einige werden Sie nun kennenlernen. Echtzeitkollaboration ist für viele Teams mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Google bietet mit seiner Office Suite zahlreiche Applikationen, zum Beispiel Docs oder Tabellen und Präsentationen, die zur Online-Zusammenarbeit genutzt werden können. Dokumente, Tabellen oder Präsentationen können online erstellt und per E-Mail kann die Freigabe für andere Personen erteilt werden. Diese können dann gemeinsam in Echtzeit am gewünschten Produkt arbeiten. Die Änderungen bzw. Eingaben, die einzelne Personen vornehmen, sind sichtbar und nachvollziehbar. Auch die Kommentarfunktion kann genutzt werden, um zum Beispiel Feedback zu geben. Eine Alternative zur Office Suite von Google ist die Cloud-Lösung von Microsoft, nämlich Office 365. Office 365 bietet ähnliche Funktionen zur Online-Zusammenarbeit, wie zum Beispiel das gemeinsame Arbeiten an einem Dokument in Echtzeit. Ein weiteres Tool, das zur Online-Zusammenarbeit eingesetzt werden kann, vor allem auch mit Schülerinnen und Schülern, ist Padlet. Padlet kann man mit einer leeren Pinnwand vergleichen, nur eben digital, auf welche einzelne Zettelchen geheftet werden. Auf eine Padlet-Wand können unterschiedliche Medien wie zum Beispiel Texte, Bilder, Videos, Dateien oder Links gepostet werden. Andere Personen kann durch einfache Übermittlung eines Links die Mitarbeit an einer Padlet-Wand ermöglicht werden. Ein weiteres Programm, das gut für die gemeinsame Arbeit an Projekten geeignet ist, ist OneNote. Das digitale Notizbuchprogramm ermöglicht das Anlegen einzelner Notizbücher mit zahlreichen Abschnitten und Seiten, die mit einem Ordner, den wir aus dem Bürobedarf kennen, verglichen werden kann. Dieses Notizbuch kann über die Freigabeoption mit weiteren Nutzern und Nutzerinnen geteilt werden, beziehungsweise ein Link kann generiert werden. Andere Personen können so Inhalte wie zum Beispiel Texte, Fotos, Videos oder Dateien hinzufügen. Wie können Kollaborationstools nun zur Unterrichtsvorbereitung, während des Unterrichts und zur Nachbereitung des Unterrichts genutzt werden? Speziell zur gemeinsamen Vorbereitung von Unterricht eignen sich Online-Kollaborationstools, da für die Zusammenarbeit Echtzeit kein Face-to-Face-Treffen notwendig ist. Die gemeinsame Vorbereitung von Unterrichtseinheiten oder Projekten mit Kolleginnen und Kollegen kann somit flexibel und übersichtlich gestaltet werden. Außerdem können Kollaborationstools gut im Unterricht integriert werden. Die Schülerinnen und Schüler können die Organisation von Gruppenarbeiten, die Gruppenarbeit selbst oder etwaige Projekte mit Hilfe von Online-Tools wie Google Suites, Office 365, Padlet oder OneNote digital abwickeln. Auch die Lehrperson kann die Online-Kollaboration innerhalb der Klasse oder Gruppe anregen, indem zuvor genannte Tools zum Beispiel für die Bearbeitung von Arbeitsaufträgen eingesetzt werden. Ein Tool, das besonders einfach im Unterricht zu integrieren ist, ist Padlet. Schülerinnen und Schüler können, sobald sie den Link zur digitalen Pinnwand erhalten haben, ihre Beiträge verfassen und dort posten und so entsteht rasch eine Seite mit allen Beiträgen der Lernenden. Natürlich können diese Kollaborationstools auch zur Nachbereitung von Unterricht eingesetzt werden. Rückblicke auf Projekte und Unterrichtsstunden und deren Dokumentation können so gemeinsam und übersichtlich gestaltet werden.
Sie wissen nun, was Kollaboration in der Online-Welt bedeutet, welche Möglichkeiten und Tools es zur digitalen Zusammenarbeit gibt und wie Sie Kollaborationstools zur Vorbereitung von Unterricht, während des Unterrichts und nach dem Unterricht nutzen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.